Gedankengang, Stephanustag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Können Sie sich vorstellen, Sie nehmen so einen Stein in die Hand und Sie werfen ihn auf einen Menschen mit anderen zusammen, bis er tot ist. Das wird heute noch gemacht und so hat man das auch mit dem Stephanus gemacht in der Urgemeinde in Jerusalem. Er war der erste Diakon und wurde dann zum ersten Märtyrer der Christenheit. Er hat viel Gutes getan als Diakon, er hat sich um Witwen, Waisen, Arme, Kranke gekümmert und es hat so viel Aufsehen erregt, er war damit so erfolgreich, dass sie ihn töten mussten. Es war gegen die herrschende Religion, was er tat. Das Christentum war damals so, diese religiöse christliche Sekte im Judentum war damals so sich am Entwickeln und man wollte das nicht, dass es sich weiter entfaltet und man verfolgte die, die am bekanntesten, die wichtigsten Protagonisten der neuen Bewegung waren. Und das kostete Stephan das Leben. Die Religion hat so eine ganz dunkle Seite. Die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen geschehen eigentlich immer im Namen der Religion. Die eine Religion bekämpft die andere. Es darf nur einen Glauben geben und die, die anders glauben, die werden verfolgt, ja getötet. Das ist die furchtbare Seite der Religion. Die zivilisierte Welt, unsere aufgeklärte Welt, die Aufklärung hat es gebracht, dass wir Religionsfreiheit leben. Dass wir dafür sind, dass Religion, die Ausübung von Religion geschützt ist. Der Artikel 4 des Grundgesetzes schützt die freie Religionsausübung. Wir leben in einem freien Land und dürfen glauben, wie wir möchten. Das ist eine Errungenschaft der Aufklärung. Wer heute religiös überzeugen will, der darf das nicht mehr mit Steinen machen wollen. Nicht mehr mit Töten, nicht mehr mit Ausgrenzen. Religion soll sich verständigen, soll tolerant sein gegenüber anderen Religionen. Es gibt Kommunikation und Austausch, der ist wichtig. Es soll nur noch die zwanglose Gewalt des besseren Arguments gelten. Und so sind wir alle gerufen, einander zu verstehen. Wir dürfen uns auseinandersetzen, auch streiten, aber wir lassen die Steine aus dem Spiel. Es soll das bessere Argument überzeugen und nicht die Gewalt. Gewalt gegen Andersgläubige, Gewalt gegen Frauen, gegen Andersdenkende, gegen Minderheiten. Nein, wir gehören zusammen. Daran denken wir am Stephanustag. In der Kirche war immer der Heilige Geist der Garant dafür, dass man miteinander kommunizieren kann und dass diese Auseinandersetzung, diese kommunikative Auseinandersetzung auch zu Frieden führt. Und so wollen wir es miteinander halten, auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der unterstütze uns dabei. Amen.